Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier sind wir wieder im wunderschönen Minecraft und man sieht schon, das ist nicht das normale, also schon ein bisschen das normale Minecraft. Aber wir haben wieder ein bisschen rumgespielt und zwar mit Shisha-Shadern. Ja, Grafikeinstellung, Shader. Ich habe mir noch ein paar gedownloadet. Und wir benutzen hier gerade den, das ist eine Light-Version, der hat nicht wirklich viele Schatten. Also für einen Shader hat er halt so ziemlich keine Schatten. Aber es läuft halt schön flüssig. Und er hat so ein paar kleine Effekte. Ich glaube, man sieht das auch ein bisschen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier in die Sonne guckt, einfach diesen Lens-Flare zum Beispiel. Oder halt diese Strahleneffekte. Das ist ja auch schon mal was, ne? Also, und es läuft halt flüssig, weil die ganzen Schatten nicht berechnet werden müssen. Also, das. Und das Wasser sieht auch schön aus. Nicht ganz so schön wie das eine Wasser, aber es hat auch was Feines. Guck, schönes Wasser. Ja, das ist halt, ja, so eine Geschichte. Wir gucken mal, wie es damit läuft. Wir haben auch noch einen anderen. Aber jetzt wollen wir erstmal, Moment, ich habe ja noch die ganzen Seelaternen hier, Lumpe hier. Das wollen wir auch noch wegtun. Das wollen wir natürlich noch wegtun. Und die Karte, die Karte habe ich auch noch im Inventar. Die tun wir erstmal alles weg und dann gucken wir mal. So, dass wir vielleicht auch hier nochmal die Karte erweitern. Wir müssen ja noch so viel erkunden hier. Na gut. Bei Gelegenheit. Ja, hier drinnen sieht es auch interessant aus. So, hier haben wir den ganzen Krimskrams verstaut. Nicht wahr? Ja, so. Das Dunkle kommt da auch mit rein. Das Helle. Die Seelaternen. Davon haben wir jetzt auch schon einige. Das ist auch sehr, sehr gut. Fällt mir richtig schön. Schwämme haben wir jetzt keine gekriegt, aber das ist auch nicht schlimm. Brauchen wir ja eigentlich auch nicht so einen Schwamm. So, das Bötchen kommt da noch mit rein. Und die Wasserflaschen, die will ich auch noch verstauen. Vielleicht sogar hier. Warte mal, was haben wir hier? Seltsamer Trank, wirkungslos. Was hat man beim letzten Mal benutzt? Den Wasseratemtrank, ne? Dazu brauchten wir einen Kugelfisch. Genau. Dann brauchen wir uns noch ein paar Wasseratemtränke. Die können ja nur sinnvoll sein. Dann kann man nämlich hier auch gleich wieder ein bisschen Wasserflaschen aufbrauchen. So nach dem Motto, wenn hier die Tränke gebraut sind, ne? Können wir hier die wieder verteilen. Den Feuerschutztrank, ich nehme mal mit. Ich weiß nicht warum, aber einfach, weil wir damit was haben. Und es ist draußen dunkel. Oh ja, draußen wird es gerade dunkel. Das bedeutet, wir legen uns vielleicht eine Runde schlafen. Hui, blub, gute Nacht. Und ja, wir gucken einfach mal, was dieser Shader so kann. Und dann habe ich noch einen, der vielleicht sogar noch Schatten macht und funktioniert. Also so funktioniert, wie wir das wollen. Müssen wir aber mal gucken, ob das so alles geht, wie ich mir das vorstelle. Das weiß ich jetzt ehrlich. So, sehr gut. Ja, Unterwasseratemtrank. Blubber mal fertig. Dann... Nee, doch, sieht schon gut aus. Gut, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, dass dieser Rand auf einmal wechselt, aber von mir aus. Wuff, meh, alles cool, jo. So, wie sieht's denn jetzt aus? Hier, blub, blub, blub. Ich hab's doch gehört, das ist fertig. Zack, zack, zack. So, der Spaß ist dann auch fertig. Und wir haben wieder Unterwasseratemtränke. Die platziere ich jetzt erstmal alle hier. Und, so. Dann haben wir nämlich alles verwendet. Sehr gut, sehr, sehr gut. Habe ich alles weggetan, genau. Und dann wollten wir noch ein paar Kühe umklatschen. Weil wir echt wirklich viel zu viele Kühe haben. Da müssen wir uns jetzt auch mal einfach ein bisschen durchmetzeln. So böse, wie es klingt. Aber gut, Plünderung 3 Schwert, da kriegen wir auch ordentlich was raus, ne? Also, keine kaputte Kuh stirbt hier umsonst. So. Bup, bup. Ich sehe zwar gar nicht, was ich hier haue, aber ich haue irgendwas. Ah, Hilfe. Die schubsen mich ja auch die ganze Zeit rum, die ollen Kühe. So. Ah. Das ist halt dieser Multischlag, da triffst du halt alle Kühe, ne? Das ist so ein bisschen... Es hört auf, mich rumzuschubsen. Verflixte... Da. So. Oh, guck mal, ich kann schon Boden sehen. Was ist denn da los? Äh.
Einfach einmal quer durch mit dem Schwert hier. So. Höp. 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 Da kann man auf jeden Fall auch mal das Schlagen üben, weil das ist ja, ne, so eine Geschichte. Und da finde ich zu oft hintereinander schlagen, dann funktioniert das ja nicht mit dem Hauen. Jetzt haben sie uns hier in der Ecke gedrängt. Zack, zack. Eieiei, das ist echt ein Schlachtfest hier, aber vom Feinsten. Und dann trappelt es die ganze Zeit noch. Aber wir können jetzt schon mehr und mehr den Boden sehen. Und das Schwert repariert sich ja beim Schlagen hier die ganze Zeit selbst. Finde ich auch sehr interessant. Wupp. Ich meine, wir haben auch schon ein paar Level zusammengekriegt. Einfach nur durchs Kühe umhauen. Zack, zack, zack. So. Also werden wir richtig hungrig hier, wenn du mal unsere Essensleiste anguckst. Vom ganzen Schlagen. Das müssen aber auf jeden Fall weniger Kühe werden. Das geht so gar nicht. Das sind viel zu viele. Wieso haben wir so viele Kühe? Wer kam auf die Idee, dass wir so viele Kühe brauchen? Kuhpool hier. So. 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 Ja, noch weg. Das tut mir leid, ihr armen kleinen Kühchen, aber seid halt zu viele. So. Höp. 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 So. Höp. Ist ja auch besser für die. Da haben die ja auch ein bisschen mehr Platz. Da können die allgemein mehr machen. So. Also nicht für die, die jetzt umfallen. Für die ist es nicht besser. Ja, ganz klar. Aber wir können die Kühe ja auch nicht alle frei rumlaufen lassen. Stell dir vor, wir würden die alle freilassen. Also hier wäre totales Kuhchaos in unserem... Da. So. Zack. 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 Also ich finde es ja gut, dass wir zumindest schon mal den Boden wieder sehen können. Ich sammle mal jetzt hier auf. So. Unser Inventar ist voll. Ich schmeiß mal den Stock weg. Für den Fall, dass da noch was ist, was nicht... Oh, dann ist es vielleicht besser, dass wir schon alles aufgesammelt haben. Nein, ich will hier raus. Verdammt. Da. Nein. Oh. So, jetzt. Oh Gott. Das sind immer noch so viele Kühe. Wieso sind das immer noch so viele? Was soll denn das? Die werden ja gar nicht weniger. Wir haben einfach viel zu viel Kram hier. Oha. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir wieder ein bisschen Steak essen können. Nach der Aktion. Uiuiui. Das war vielleicht... so viele Kühe. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was wegtun. Aber eins ist gut. Wir haben auf jeden Fall genug Leder. Ja, wie Leder. Ja, Leder. So, zack, 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 haben wir jetzt alles da reingeschmissen. Ich werde auch gleich mal diverse Steaks brennen. Also nicht brennen, also braten, heißt es ja. Im Fachjargon, so. Dann kriegen wir da nämlich auch noch ein bisschen Erfahrung raus. Oh, Eisen, cool. Oh, Gold, cool. Ah, hier kann man auch noch ein Steak reinschmeißen. Und hier kann auch noch eins rein. So, ich glaube aber, wir haben alles eingesammelt. Ich glaube, da im Kuhpool liegt jetzt nichts weiter rum. Wäre jetzt aber trotz alledem das rohe Fleisch mal hier reinschmeißen, auch wenn wir dafür eigentlich eine richtige Kiste husten, dankeschön, eigentlich eine eigene Kiste haben, aber ja gut, die ist ja auch relativ voll, ne, was Fleisch angeht, also zumindest das Fleisch, das ist, ja, so, Gold kam hier hinein, jetzt ist ich mir gerade, meine Stimme, die macht wieder, was sie will. Ich gucke aber trotzdem nochmal in den Kuhpool. Einfach sicherheitshalber, falls da noch sich doch das ein oder andere Dingsrich drin, also ne, hier Stückchen Fleisch drin rumtreibt. Guck mal, ich habe eure gebratenen Artverwandten in der Hand. Aha, hier ist doch noch Fleisch. Siehst du? So. Ah, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Viel sehen wir ja sowieso davon nicht. Oh. Oh. Ach, wie wir hier nicht rauskommen, weil die Kühe einen die ganze Zeit rumschubsen. So. Oh Gott. Furchtbar. Gut. Haben wir das, den Teil jetzt auch erledigt. Da haben wir auch noch ein paar Steaks in der Hand. Und meine Stimme ist immer noch sehr kratzig. Ich muss jetzt einfach mit so einer tiefen Stimme reden. Dann kommt das auch viel besser. Ja. Nee.
Oh Mann, das regt mich gerade selber ein bisschen auf, ne? Ihr kennt das, wenn man eigentlich erzählen will, aber dann auf einmal so ein Frosch im Hals hat. Quack. Dann nimmt der Frosch da raus, boy. Ach so, ja. Gut. Wenn wir einmal dabei sind, hier uns um die Tiere zu kümmern, ja, können wir hier auch nochmal ein paar Hasen umklatschen. Nein, Quatsch. Die Hasen werden wir natürlich füttern. Wir haben ja noch ein paar Möhren. Kommt her, ihr Hasen. Brrr. Ist jetzt auch alles ein bisschen farbintensiver, habe ich so das Gefühl, mit dem neuen Shader. Also, wobei der neue Shader weniger ein Shader ist, wie schon gesagt, der ist ja mehr ein Effekte-Dingsrich. Das macht Effekte halt. Ne, so Lensflares, hier dieses. Das sieht aber echt so. Das heilige Luftschiff. Sehr gut. So, Hasen haben wir auch gefüttert. Schöne Sache. Bup. Bup. Okay, so. Da der Teil nur erledigt ist. Das Wasser sieht okay aus. Das kann man so machen. Also das wirkt halt. Es ist nicht zu durchsichtig, aber es hat auch eine schöne Reflexion. Ich weiß gar nicht, wie es unter Wasser aussieht. Das müssten wir uns mal anschauen. Wir hatten ja in der letzten Folge das schön gesehen. Unter Wasser hat es nicht den geilen Effekt. Schade, oder? Ja doch, wenn man hochguckt. Da wabbert es ein bisschen, aber hier unten nicht. Egal. Wir haben es auf jeden Fall mal ausgetestet. So. Den Teil erledigt. Was wir natürlich noch in dieser Folge machen wollen. Die Lucky Blocks. Ja, ich will es nicht vergessen. So, wir gehen mal hier lang. Und an der Kathedrale müssen wir ja schließlich auch noch weiterarbeiten. Die wollte ich mir sowieso mal angucken. Die müssen wir auch immer mit den Shadern gucken, wie manche Gebäude, also beziehungsweise gerade die Kathedrale als Gebäude aussieht. Oh, unser letzter. Schön. Müssen wir mal wieder neue bauen. Nee, gerade wie solche Gebäude aussehen, weil das ist ja doch irgendwo relevant. Und Jepp ist auch irgendwie weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist, ne? Der ist freches Schaf. Einfach abgehauen. So, das sieht aber schön aus und ich muss sagen, mit dem Relief, das kommt mit dem Texture Pack richtig, also Texture Pack, mit dem Shader Pack, also ja doch, mit diesem Shader, kommt das richtig gut zur Geltung, was wir hier gebaut haben. Und da sieht das auch alles ein bisschen eleganter aus. Jetzt müssen wir bloß hier noch ein Muster quasi reinkriegen. Aber dann wirkt das alles auch ein bisschen schöner, ne? Also, finde ich jetzt zumindest. Es gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, hier in dem Dings und NPCs. Gibt es vielleicht neue NPCs? Ich hatte ja beim letzten Mal, hatten wir ja gesehen, dass... Oh, das wirkt auch irgendwie cool. Nee, beim letzten Mal hat man ja gesehen, dass hier sich ein paar neue NPCs rumtreiben. Ein paar kleine. Vielleicht sind die ja schon groß. Du möchtest Fäden. Du möchtest Zungelumpe. Okay. Bibliothekare sind ja eigentlich wichtig. Die wären eigentlich interessant. Weil die verkaufen ja auch Bücher. Halt, what, da, das, Köder. Und da könnte halt auch Reparatur dabei sein. Und Reparatur wäre mega geil. Wenn wir so ein Reparaturbuch kriegen würden. Ja, das sind halt noch die alten. Oh, ich merke gerade, es wird dunkel. Die Sonne geht runter und die NPCs flitzen schon wild umher. Jetzt aber ja schnell. Aber auch nicht alle. Doch, jetzt fangen sie an, alle wurstig zu werden. Legen wir uns mal lieber ein bisschen schlafen. So, hier, bupp. Oh, ja stimmt. Drin wollten wir ja auch immer mal gucken. Oh, drin sieht auch cool aus. Also gerade der Teil. Da wirkt das mit diesem Shader natürlich super. Obwohl der kaum Schatten macht eigentlich, wie schon gesagt. Ja? Schick. Selbst bei Tag wirkt das. Also wenn das dann immer so aussieht, das finde ich schon ziemlich cool. Bin ich sogar schon fast gewillt, bei dem zu bleiben. Ah, guten Morgen, liebe Sorgen. Oh ja, dieser Lensflare. Ah, das finde ich auch klasse. Okay, aber genug davon. Wir wollen noch den Lucky Block öffnen. Und dann mal gucken, dass wir... Ja, wir müssten noch die andere Seite der Kathedrale ausbauen und hier noch ein paar Löcher stopfen. Und wir haben eigentlich noch so viel zu tun. Oh, ich weiß nicht. So viel zu tun und so wenig Ambition, irgendwas zu machen. Naja, wir kriegen das schon alles hin. Ich bin da doch zuversichtlich, was das angeht. Ja, guten Tag. Werte Dame, was ist hier für eine Kiste? Warum steht hier einfach so eine Kiste rum? Das will ich nicht. Ich möchte... Oh. Oh.
und das Unlucky Squid. Ja, das war wirklich ein bisschen der unglückliche Tintenfisch. Das fand ich jetzt irgendwie doch ein bisschen witzig. Auch wenn es ein bisschen traurig ist, aber auch ein bisschen witzig. Ah, wenigstens hat der Mod Humor. Das finde ich gut. So. Schön. Wir wollten hier noch ein Dach eigentlich draufsetzen auf diese Schmiede. Oder wollen wir hier ein Dach? Doch, eigentlich will ich ja noch ein Dach draufsetzen. Aber... So. Setze ich die Kiste mal dahin. Eigentlich können wir noch eine Kiste bauen. Einfach, damit es zwei Kisten sind. Oh, zack, zack. Kiste, Kiste. Eigentlich brauchen wir auch keine Kisten bauen. Wir haben ja im Lagerhaus haben wir ja 1000 verschiedene Kisten. Aber egal. Gut. Was ich aber cool finde, halt, es läuft alles schön flüssig und das wabbelt trotzdem, ne? Das ist ja trotzdem dabei, die Effekte. Also, das finde ich echt cool, dass das dann das Gras hier, nicht das Gras, das Getreide trotzdem so rumwabbert. Und ich würde hier tatsächlich ganz gerne mehr Getreide bauen. Also so riesige Getreidefelder, große. Einfach, weil ich es kann, einfach mal anlegen. Weil das finde ich schon cool, wenn wir sowas hier in der Gegend irgendwo hätten. So einfach so ein richtig großes Getreidefeld. Vielleicht machen wir das sogar hier irgendwo. Ja, so als, dass das quasi das Dorf, so dass der Nahrungslieferant für die Gegend ist. Dass es wirklich so ein Dorf ist, während das da die große Stadt ist. Ne? Dann müssten wir aber hier alles einebnen. Oh, da habe ich jetzt aber gerade irgendwie auch Lust zu. Och, ja gut, dann nehmen wir uns unsere kaputte Schaufel. Die müssen wir dann bei Gelegenheit wahrscheinlich auch mal reparieren. Sieht fast so aus. Und dann hauen wir mal hier ein bisschen weg. Bringen wir das alles mal auf eine Ebene. Komm, was soll's. Ich mag jetzt solche großen Felder haben. Dann können wir uns vielleicht auch eine Mühle bauen. Ich meine, das ist ja, wenn wir schon so viel ja, NPCs haben, die müssen ja auch irgendwie irgendwo von leben. Tschack, 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 tschack. Vielleicht kriegen wir dann auch mehr Bauern. Ich weiß es nicht. Und wir kommen ja hier mit der Schaufel sehr schnell durch. So, die Samen, die können wir tatsächlich diesmal behalten, weil wir werden viele brauchen für das, was ich vorhab. Ja, ich nehme mal die Ebene noch weg. Oh, wie schnell wir da durchfetzen, ne? Als ob wir uns da durchfressen. Ne? Einmal lecker, lecker. Nom, 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 nom. Im Kreativmodus ist man, glaube ich, nicht so schnell. Das geht echt wahnsinnig fix. So, und das dann alles auf eine Ebene zu bringen. Holla, die Waldfee, da haben wir einiges vor uns. Weil wir müssen ja dann auch noch die Ebenen ausfüllen. Die will ich dann tatsächlich auch wirklich ausgefüllt haben. Denn ich mag es nicht, wenn dann darunter solche Hohlräume sind und dann da die ganze Zeit Monster spawnen oder was. Das muss nicht sein, da haben wir ja sowieso schon unsere Negativerfahrungen mitgemacht. Brumm, brumm, brumm. Oh, ist das, weil es ist laut. Aber es läuft halt alles sehr flüssig, ne? Das ist das Schöne dran. Jupp, jupp. Ja, da guckt das Schaf auch, was wir hier machen. Wie wir die ganze Erde wegholen. Blub, 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 blub. So, haben wir jetzt, wir haben immer noch ein bisschen Platz. Alles klar, da können wir auch noch ein bisschen Gelumpe hier einsammeln, was hier so rumliegt. Was wir übersehen haben. So, und dann müsste ja der Teil hier gefüllt werden, damit wir da... Oha, das ist ganz schön viel Arbeit, was wir uns da gerade aufgehalst haben. Warum machen wir sowas? Das ist doch doof. Arbeit. So, gut. Egal. Wir kriegen das auch alles hin. So. Essen haben wir ja auch genug dabei. Und dann müsste jetzt einfach bloß alles noch gefüllt werden. Ja, ja gut. Komm, Pferdchen, ich weiß, du hast Hunger. Ja, du siehst zumindest so aus, aber... So, ja, mache ich hier halt. Wirst halt eingebaut. Ist es halt das tote Pferd unter der Erde. Das können wir tatsächlich machen, so als kleinen Gag. Ja, irgendwann mal eine Ausgrabung, da finden wir einfach ein Skelettpferd. Weißt du was? Die Idee gefällt mir gerade sehr gut.
Huch. Sitze ich auf dem Pferd drauf. Wollte ich gar nicht. Tschack, tschack. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Warte, Pferdchen, du kriegst noch eine Fackel. So. Damit hier auch nichts spawnt. So. Gute Nacht. So, da haben wir jetzt hier ein Skelettpferd eingebuddelt. Irgendwann werden wir uns bestimmt, werden wir bestimmt hier langlaufen und uns wundern, wo die Geräusche herkommen. Ja, dann wird es ein Pferd sein. Das ist eigentlich so dämlich, aber okay. Ja gut, warum nicht? Komm, egal. Einfach just for the lulz, so nach dem Motto. Huch, haben wir keinen Dreck mehr in der Hand gehabt. Das ist ja Frechheit. So. Ah, das Ausfüllen dauert, glaube ich, noch länger als das Abbauen. Aber es wird sich am Ende lohnen. Wir haben dann am Ende hier eine schöne Fläche. Und wenn wir das dann alles voll mit dem Getreide schmeißen, also ne, wenn das da überall Getreide drauf kommt, dann sieht das auch elegant aus. Also vertraut mir, es wird gut aussehen. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, ein Fluss wäre hier noch geil, wenn wir sowas in der Nähe hätten. Schade eigentlich, ne? Dass wir hier auf der Ebene keinen Fluss haben. Das würde auch noch gut passen. Der dann so da lang fließt. Ach, na egal. Wir könnten uns einen künstlichen Fluss anlegen, aber das ist ja noch ein größeres Projekt als ohnehin schon. So, tschak, tschak, tschak. Mund. Und ja, ich weiß, wir fangen wieder was anderes an und bauen natürlich wieder nicht an der Kathedrale weiter. Wie es halt immer so ist. Aber Stückchen für Stückchen immer mal was bauen, ne? Wir haben die übergeile Untergrundbahn, die können wir noch weiter bauen. Wir haben den Teil jetzt, an dem wir rumbauen können. Und dann ist ja auch immer ein bisschen Abwechslung drin, ne? Darum geht's ja auch. Wenn wir immer dasselbe machen würden, wäre ja auch langweilig. Von daher, ein bisschen Abwechslung darf auch mal sein. So. Und dann wird heute halt ein bisschen mit Dreck rumgeschmissen. Ist auch was. Ja. Tschak, tscharab, tscharab, tscharab. Tschap, 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 tschap. Tschap, tscharab. Bup, bup, bup. Nee, achso, hätte ich gar nicht abbauen brauchen. Aber es wird gerade dunkel, stelle ich fest, ne? Das bedeutet, wir müssten uns auch mal bei Gelegenheit ein Bettchen suchen. Oder ist es schon soweit? Lässt sich so schwer einschätzen. Da oben ist die Sonne, ne? Ne, das da oben ist die Sonne. Dann passt das ja. Noch? Oh. Das finde ich interessant. Wir haben eigentlich so viel Dreck hier gekriegt, aber guck mal, wie viel Dreck wir tatsächlich aufbringen müssen, um diese Ebene hier auszufüllen. Oha. Hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht, dass das so extremst wird. Ich fülle erstmal hier eine Seite. Tschack, tschack, tschack. So, dann kann man hier wie so eine Schreibmaschine immer hin und her gehen. Da ist der Dreck alle. So, jetzt wird es aber langsam dunkel. Ne, man sieht's. Die Sonne, Moment, der muss weg. Der ist nämlich eine Ebene zu hoch. So, die Sonne geht langsam unter und ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas spawnt oder noch was schief geht, gehen wir schon mal los und legen uns eine Runde schlafen. Schlafen. Dass sich die Na gut, die vermehren sich nicht, weil sie halt noch nicht so viele Häuser haben, ne? Wir müssten hier so ein Türenhaus bauen, damit auch die sich vermehren. Wobei, das fände ich auch nicht schlecht. Du kannst nur nachts schlafen. Ist ja interessant. Das fände ich aber eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir hier noch so ein Türenhaus hinsetzen. Wo sich dann... Oh, das sieht schon... Das hat schon Style, wenn du hier so... Das Licht kommt hinein. Ist schon cool. Nee, wenn diese NPCs sich hier vermehren würden, ne, dann hätte man hier auch noch mehr Chancen auf Bibliothekare, die vielleicht ein Reparaturbuch dabei haben. Das wäre schon ziemlich geil. Guten Tag, gute Dame. Ups, hoppala. Mir ist Dreck aus der Hose gefallen. So, jetzt beobachtet sie mich beim Schlafen. Ja. Sehr gut. So, darf ich ja? Dankeschön. Der musste draußen schlafen. Das ist frech. Aber wir haben noch keine Couch erfunden, von daher, ja. Aber das sieht schon mal gut aus hier, die Ebene. Es wird langsam. Da muss ich aber mit der Planung auch nochmal genau gucken, wie wir das machen wollen.
Weil, ne, du kannst ja nicht einfach wild drauf losbauen hier. Das geht ja nicht. Also geht schon, aber siehst ja, was wo es uns hingeführt hat, als wir das gemacht haben. Wir haben hier einfach eine wilde und fast lebensechte Dorfgemeinschaft gegründet. Aus Lucky Blocks. Naja gut, warum nicht? Funktioniert ja auch. Vielleicht ist auch ein bisschen wild drauf losbauen. Okay, aber ein bisschen Planung darf auch sein, ne? Also ich will jetzt nicht einfach hier eine Ebene ausheben, damit wir eine glatte Ebene haben. Und dann nicht, ohne zu wissen, was da hinkommen soll. Ganz klar. So.